den Dobrindt-Kopf, der jetzt erst von der Ostsee nach Stuttgart gewandert ist und jetzt hier in Berlin sein wohlverdientes Ende findet. Ich darf jetzt, ehe die nächste Rede kommt, nochmal den Gerd Schinke bitten. Er wird uns nochmal ein ganz neues Lied vortragen. Locomotive Breath von Jan Andersen ist die Inspiration gewesen. Und am Montag kommt er übrigens nach Berlin und macht ein Konzert. Jethro Tull. Also, jetzt aber Gerd Schinke. Stuttgart bin Fried Kretschmann, wie ein altes Dampfrost schnauft. In der Villa Reitzenstein, er sich die Haare rauft. Montags schon seit Jahren, vor sechs fängt's abends an. In Stuttgart 21, im Schwachsinnsplan der Bahn, was an der Machen. Stuttgart sitzt im Rathaus, Realo Grün, Fritz Kuhn. Der Fritz, der Fritz wie ein ICE, hat furchtbar viel zu tun. Doch tut nix für einen alten Bahnhof. Da kommen Haufen Leute, protestieren gegen Stuttgart 21. Laut bis heute und hab's noch nicht bereut. Stuttgart hat einen Bahnhof, den will die Bahn nicht mehr. Die will die Schienen querdrehen, als ob das besser wäre. Besser nur für Spekulanten, doch die wollen nur Profit. An Holland satt verdienen, egal was auch geschieht, weshalb man Strippen zieht. Es geht weit vor Stuttgart, ermittelt in Berlin. Die Staatsanwaltschaft prüft, den kann man an den Ohren ziehen. Der Untreue verdächtig, Topmanager der Bahn. Wieso wird da noch gezweifelt? So ein Verfahren kann man sich sparen, denn dem wird nichts getan. In Stuttgart, da sind Leute an jedem Montag da, die nicht resignieren, ihr Ziel bleibt sonnenklar. Kurz und bündig oben bleiben und den Tiefbahnhof verscharren, wird das Protzprojekt